Egal was wir essen, irgendwie ist alles vergiftet. Zuerst war es nur das Fleisch, doch nach Schweinepest und Rinderwahn kamen noch die Gurken des Grauens und die Sprossen des Todes auf uns zu. Und auch bei einigen Tränken kann man sich nicht mehr sicher sein. Wissenschaftler warnen. Aber wie soll man da noch überleben? Diese Fragen stellen nicht nur wir uns, auch die Kugelblitze. Im Gegensatz zu uns oder gar zu den Politikern und Bankern haben sie nach Antworten gesucht. Und sie haben sie gefunden. Oder doch nicht? Um das zu erkunden, begaben wir uns mitten unter die Giftmischer in die Leiterstraße und schauten ihnen mal über die Schultern. Übrigens, auch die Tischdecken hier im Kabarett sind beschichtet. Ja, das Essen ist aber ganz einwandfrei. Essen? Ja, sag mal, Lars, das gibt's doch nicht. Da kommst du doch gerade her. Ja. Du bist zu spät. Ich hatte eine Riesenportion, du. Warst du etwa beim Griechen? Ja, natürlich. Ich weiß doch nicht, wie lange es die noch gibt. Und deswegen haust du dir ein halbes Pfund Zwiebeln rein und ein Kilo Fleisch unbekannter Herkunft? Du, denen geht's doch so schlecht. Da weiß man gar nicht, wie die reagieren, wenn man da nicht alles aufisst, nicht? Außerdem heißt es doch lieber den Magen verrenken, als dem Wirt was schenken. Lars, wo lauert überall das Gift in eurem neuen Programm? Überall. Gift im Essen, Gift in der Luft, Gift, wir haben in Nüssen sehr intensiv, wenn wir auf Nüsse eingehen, die Gefahr der Nuss an sich. Aber auch Umweltgift, aber auch in der Politik und sogar in der Lokalpolitik. Überall lauert Gift. Also ihr beschränkt euch nicht auf deutschlandweit, ihr jetzt sozusagen quer durch die Landschaft sozusagen, um das Gift zu finden und den Zuschauer zu servieren. Wir suchen überall nach Gift. Wir suchen eben, das Schöne ist, wir suchen aber auch in Magdeburg durchaus und Sachsen-Anhalt nach Gift, aber auch deutschlandweit, weltweit, wo wir Gift finden. Wir spüren es auf und werden es thematisieren. Nun sind ja die Zeiten zurzeit sehr giftig und sehr schnell sterben, kann man ja sagen. Habt ihr auch schon Griechenlands Pleite sozusagen im Giftschrank liegen für alle Fälle? Die haben wir schon komplett eingebaut. Also das ist für uns alles vorgesehen. Ich kann sogar verraten, was wir bekommen werden von der gesamten Insolvenz. Die zweite Brille, die erste Brille von Nana Muscuri. Mehr bleibt für Deutschland nicht übrig in der Insolvenzmasse. Am Anfang, als alles begann, war da zunächst der Rinderwahn. Von Quecksilber verseucht der Fisch. Da glänzt und blitzt von selbst der Tisch. Du habt ja diesmal einen Giftregisseur, also einen Gastregisseur. Warum eigentlich? Lutz von Rosenberg-Lipinski ist Hamburger, der guckt mal ganz anders auf uns drauf. Wir kennen uns seit mittlerweile 1993 und haben uns bei Obern Priol mal kennengelernt bei einem Kleinkunstwettbewerb. Der guckt anders auf uns, der macht deutschlandweit Kabarettregien, kennt sich aus. Und es ist, in Magdeburg kennen uns die Leute alle. Also jeder wüsste, wie wir einzuordnen sind, der sucht wieder neue Sachen mit uns. Und es ist gut, wenn man ab und zu mal was ganz neu macht, ohne das Alte zu vergessen und zu verlassen. Ich habe eine Erbse durch Zehnertratzen gespürt. Nicht schlecht. Bei einer Tütenhühnersuppe schmecke ich sogar den 0,1% Hühneranteil heraus. Wirklich? Nein, aber ich weiß ganz genau, dass sie irgendwo da drin sind. Na, wie ist es jetzt mit dem Apfel hier? Zeigen Sie mal her. Die rote Seite ist besonders süß. Naja, wissen Sie, ich bin Prinzessin, da habe ich für Rot nicht so viel übrig. Da nehmen Sie doch die grüne Seite. Ich denke, das Gift ist in der roten Seite, so steht so im Märchen. Ja, im Märchen der Realität ist das Gift überall. Vor allem, wenn es rot-grün ist. Moment mal, nimmst du eine einzige genießbare schwarz-gelbe Frucht? Ja, eine Quitte. Ja, wenn die schwarz ist, dann kann man die auch noch sehr gut essen. Warte. Stechäpfel sind auch manchmal schwarz-gelb. Hey, die sind giftig. Du, das ist ein ganz großartiges Rauschmittel. Ja, schwarz-gelb, nur einen Vollrausch zu ertragen. Aber deine grünen Kiffer. Mann, die Claudia Roth, die sieht ja schon so aus, als wäre sie im Vollrausch entstanden. Guck mal das Mädchen jetzt mal.
mal zu Ende machen hier. Aber dann musst du wieder die Hexe sein. Ja. Ja. Und ich bin eine wunderschöne Prinzessin und wohne hinter den Seenbergen. Ja, wo ist das denn genau? Das ist ja nur euer fünftes Programm hier in der gleichen Besetzung. Was hat sich gegenüber den anderen Programmen auch durch den Lutz ein bisschen geändert eventuell? Es ist sicher auch komödiantischer geworden an Stellen, das ist ganz klar. Es ist auch schneller geworden, glaube ich, an dieser und jener Stelle. Und es wird sicherlich, wir werden alle ein bisschen anders auch mal präsentiert sein. Uli wird zum Beispiel auch als Musiker anders integriert sein. Es wird nicht mehr so, der sitzt am Klavier und das ist es, sondern es wird immer ein Miteinander sein, auch Auf- und Abgänge. Es ist so, dass es passt zusammen und gehört zusammen. Das heißt, es ist wirklich ein Drei-Personen-Ensemble, das auf der Bühne steht und das ist, glaube ich, nicht immer so gewesen in der Vergangenheit und es wird jetzt genau so sein, das ist gut. Ehe hektisch, die hätte ich hier gesprüht, aber es kommt immer was dazwischen, ne? Bei mir ist es Humibe. Kennst du Humibe? Humibe, Hudelein mit dem Bein. Bin ja selbst dran schuld. Ich sage immer, du bist so doof, dass dich die Schweine beißen. Ist mir passiert. Aber ich bin selbst dran schuld. Warum habe ich auch immer wieder mitgemacht? Bei Bauer sucht Frau. Da haben die... unglaublich durchgeknallte, doofe Ziege übergeholfen, ja. Die hatte schon drei Bauern zum Heulen gebracht. Das haben sie mir aber erst nach der Hochzeit erzählt. Jetzt bin ich der Vierte, der heult. Ja? Er hat also ein paar Sachen aus euch rausgekitzelt, die er ja nicht wusste, dass er sie hattet. Natürlich haben wir gewusst, dass wir die haben, aber die waren so versteckt. Nein, ich glaube, er hat schon ein paar Sachen rausgekitzelt, die man nicht so von uns kennt. Und ich hoffe, dass es sich auch so dem Publikum herstellt, aber ich bin da optimistisch. Also ihr habt richtig Mitgift auch für die Leute dabei. Ohne Ende. Bei uns geht keiner ohne Mitgift raus. Auch dafür ist gesorgt. Salbei, Bonbons! Die beruhigen! Ich will mich aber nicht beruhigen. Ich will meine Medikamente. Ja, das Ding aber nicht. Hast du mal wieder das Rezept vergessen? Nein! Hatte der Doktor mal wieder so unleserlich geschrieben? Nein, ich hatte einfach nicht genug Geld mit dabei. Die paar Euro. 1500. Was? 1500 Euro! Ich habe dich ja verstanden. Aber bezahlt doch die Krankenkasse. Deine Kasse hat die nicht mehr auf der Liste. Meine Medikamente? Deine Medikamente. Und deine? Meine Kasse hat meine auch nicht mehr auf ihrer Liste. Aber ich brauche doch meine Tabletten. Die Apothekerin hat gesagt, wir können was kriegen, das so ähnlich wirkt. Ich bin aber was. Ich bin aber was genauso bereit. Aber so ähnlich ist doch gar nicht schlecht. Wenn du Kopfschmerzen hast und ich gebe dir Augentropfen. Das ist doch Blödsinn. Ja, aber die Augen sind doch am Kopf. Und die Tropfen helfen gegen die Schmerzen. Das ist sehr ähnlich. Ja, da hast du eigentlich recht. Wie kam die Zusammenarbeit diesmal dran zustande? Naja, Lars hat mich gefragt. Ich habe Uli ja seinerzeit auch schon kennengelernt, als ich bei den Kugelblätzen selber Solo gespielt habe. Sabine kannte ich noch nicht. Aber ich habe trotzdem natürlich sofort spontan Ja gesagt, weil mich die Aufgabe reizt. Politisches Ensemble-Kabarett, die Gelegenheit hat man nicht oft. Und mir macht es selber sehr viel Spaß. Ich gucke es mir gerne an und freue mich dann, wenn ich die Gelegenheit habe, da auch Regie zu führen. Und war sofort dabei. Und ja, sie kennenzulernen ist dann ja auch ein kurzer Schritt und dann mag man sie auch. Das ist ja eigentlich ein Ensemble aus einem Guss, aber was hast du jetzt anders gemacht, wenn du die Programme davor, sagen wir mal, aus dem Gedächtnis kennst? Ich glaube, dass die
dass Comedy und Kabarett sich da auch einfach sehr befruchten können und das ja auch teilweise schon tun. Und ich bin ja selber immer auch in meiner Soloarbeit auf dieser Grenze gewesen. Ich habe ja nie nur Comedy gemacht und nie nur politisches Kabarett, sondern mich bemüht, beides unter einen Hut zu bringen. Und wenn man das so sieht, würde ich sagen, ich habe versucht, das Positive vom Comedy-Bereich ein bisschen noch mit reinzubringen. Das heißt, ein bisschen mehr persönlichen Witz und ein bisschen mehr Emotionalität und nicht nur so ein akkurates, neutrales Abhaken von Themen. Dass wir also versuchen, schon das Publikum noch mal ein bisschen mitzunehmen und auch mit einfach ein bisschen mehr Charakterarbeit, sag ich mal, zu begeistern und nicht nur mit den trotzdem natürlich spannenden und interessanten und lustigen Texten und Beorten zu bestimmten aktuellen Themen, sondern dass wir auch sagen, nein, wir machen auch mal ein bisschen, ne, Method Acting, ja, mit den drei unterschiedlichen Typen, denn sie sind ja drei sehr unterschiedlich und jeder für sich lustig. Und das habe ich versucht, ein bisschen rauszukitzeln, dass die miteinander noch ein bisschen mehr spielen, sag ich mal. Es war im Herbst, im Jahre 89, da grast auf einer Wiese eine kleine Kuh. Dies alte Tier, das schlacht ich, es gibt kaum Milch und ist noch krank dazu. Gesagt, getan, der Schlachter wird gerufen, er sorgt mit seinem Beutchen Schussgerät für Ruhm. Die Kuh, sie streckt nach oben ihre Hufe und landet schließlich in der Tiefkühltruhe. Ich will Fleisch, selbst wenn es gammelt und kein Gütesiegel wammelt, weil von einer kranken Sau ist. Ich will Fleisch, selbst wenn es grau ist. Denn das wäre ja noch schöner, wenn mir das verdirbt den Döner. Erst wenn's schimmelt, schillert, stinkt, ess ich es, das ist mein Ding. Halleluja, hudi, 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 hudi. Der Zuschauer kann sich auf ein paar Lacher mehr vielleicht als im vorherigen Programm freuen. Das möchte ich so nicht, aber ich glaube schon, dass man sich auf jeden Fall auf eine Menge Lacher freuen darf. Ja. Nun sind sie alle hin. Und ich bin ganz allein. Das ist wieder mal typisch. Keiner will die Verantwortung übernehmen. Dabei habe ich immer gesagt, nur gemeinsam können wir die Probleme lösen. Aber immer wenn es ernst wird, machen sich alle vom Acker. Hier liegt der Letzte. Ronald Profalla. Ich hatte ihn noch gewarnt. Ronald, ich kann deine Stimme nicht mehr ertragen. Sowas sagt man doch nicht. Scheiße. Fresse. Er wollte nicht hören. Nun liegt er hier. Unter R zur Strafe. Direkt neben dem Röntgen. Der hat mir immer erklären müssen, dass ich die Körper nicht einfach so vergraben kann. Politiker sind Sondermüll, hat er gesagt. Er als Umweltminister kenne sich da aus. Hier ist doch noch so viel Platz. Naja, ich mache mich mal wieder auf den Heimweg. Der Obama will zu Besuch kommen. Da muss ich gut vorbereitet sein. Denn wenn das mit Europa erstmal erledigt ist, dann ist doch so viel zu tun. Asche zu Asche, Staub zu Staub und Po zu Faller. Alles Gift ist ein voller Erfolg. Für alle, die nicht so schnell nach Magdeburg kommen können, gibt es weitere Ausschnitte aus dem Programm auf YouTube und bei Facebook. Aber live ist es natürlich am schönsten. Und keine Angst, bisher haben alle den Gift-Cocktail überlebt.
auch ich meine beiden kleinen Schnitzel mit, man beachte, Pilzsoße. Lediglich von Entzugserscheinung war schon zu hören.